Nod confirms that Cabal's harvesting facilities are destroyed. The implanted virus has had significant impact on all cyborg production stations. Secondary teams are currently at work dismantling them. Right. It's showtime, Commander. Your main objective is the destruction of Cabal's core. We have to outflank Cabal. A Nod commando squad will draw fire for GDI on this attack, Commander. Timing is everything. Get in there and smash the core. We don't have any other option. Oh, und damit willkommen zurück zu Firestorm. Ja, nicht wundern, wir spielen diese Mission doppelt. Komm. So, mach mal das Kommando hier platt. Mitkommen. Jetzt hier hoch. Hier kommt mal mit. Hier kommt vorne hin. So, perfekt. Du kommst auch mal mit. Ein bisschen aufdecken. Anfangs nicht zu weit rausgehen. Kann ich euch nur empfehlen. Geht ihr zu weit raus, kommt der erste Cyborg-Angriff auf eure Basis. Das wollt ihr, glaube ich, nicht für den Anfang. Erst wenn ihr so mal genug Einheiten habt. So, stellen wir ein paar Leute hier auf. Das wird sich nachher ergeben, weil hier oben steht auch irgendwo eine Artillerie rum, wenn wir gleich hier... Warum? So, sieht man schon. Bauen uns mal bis hier vorne hin. Haben zwar Geld für den Anfang, was erstmal ausreichend ist. Erstmal. Okay, ist noch keine Artillerie, das ist schon mal gut. Trotzdem die Leute mal ein bisschen positionieren. Weil man nie weiß, ob der irgendwie überraschend hier reinkommt. Oder auch nicht. Ich meine, das nicht wäre viel schöner. Aber gucken wir erstmal. Wir bauen uns mal eine Basis hier auf. Und das erste Ziel wird sein, dass wir die Raketensilos einnehmen oder zerstören. Mal sagen, dass wir es eher einnehmen werden. Kostet zwar viel Strom, aber wir sind eine Superwaffe. Und der Rest ergibt sich dann. Die Superwaffen sind hier am nervigsten. Zum Glück kann er nur eine schießen. So, dann bauen wir mal bis hier vorne hin. Also mal um den Kreis herum. Haben eine schöne große Basis. Mit. So, einfach weiterbauen hier. Und in der Zeit die ganzen Hover bauen. Wirklich genug. Weil die Raketensilos werden hier bewacht von den Reapern. Nein, wir brauchen keine Silos, glaubt mir. Meckert zwar ganz gerne rum. Genau, Jump Jets können wir auch schon mal bauen. Die Jump Jets setzen wir ein für die Artilleriefahrzeuge von Cabal. Eigentlich ist das Nod. So, du fährst einfach mal vor dich hin. Zack, zack. So, das Tech-Zentrum, das frisst sehr viel Strom. Gefühlt brauchst du 10 Kraftwerke, du hast immer noch, ja, vielleicht nur 1% über. Jupp, das ist der erste, gucken, wo er drauf geht. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Kleiner Fehler von mir. Sag ich doch. Ja, der Sound backt ein bisschen rum. Ich möchte mit euch wenigstens auch den... mit Sound spielen hier. Und er wird dauerhaft jetzt hier die Kraftwerke angreifen. Warum der so getriggert ist auf die Dinger, keine Ahnung.
Baut auf jeden Fall genug. Ihr braucht auch nicht mit den Jump Jets hier runterzufliegen. Die Raketensilos sind sehr gut gegen Luftangriffe verteidigt. Also es bringt nichts. Hier könnt ihr euch einsetzen, um ein bisschen auszukundschaften. Gerade hier die zu zerstören plus Reparaturfahrzeuge. Die müssen ja auch irgendwie weg. Dazu eignen sie sich sehr gut. So, bauen wir schon einen Kreis hier. Dann machen wir es auch hier richtig. Das ist immer so die Basen an sich, die Kabali hat. Da würde ich euch empfehlen, die obere hier einzunehmen. Hier sind, glaube ich, 3 oder 4 Raffinerien. Ein großes Tiberiumfeld. Und das lohnt sich zu übernehmen. Oh nein, jetzt muss ich... brauche ich einen Jumpjet? Wenn man hier rüberfliegt. Ja, das wird ja angegriffen. Oh, ich packe ihn mal auf 1. Ich weiß nicht mehr, wie das hier funktioniert mit dem Ding hier. Mal zack, zack. So, die greifen das dann an. Haut da ab. Das ist nur Ballist, Leute. Kommt uns mal zurück. Ja. Das war aber eklig. Das war ekelhaft. Das muss aber nicht sein. Ja, komm mal mit. Das muss jetzt echt nicht sein. Diese Tiberium-Lebensform, die gehen mir so auf den Keks hier, ne? Das sind... die meine ich ja. Banshees kommen auch irgendwann von selber, von außerhalb. Da werdet ihr euch nicht vorgewarnt. Okay, sie greifen wenigstens an, das ist schon mal gut. Komm mal hier hin. Ja, was Geld gerade angeht, ist echt mies. Sehr mies. Kommen wir mal mit. Dass die weg ist, ist schon mal ganz wichtig. Ich vermisse ein Fahrzeug hier. Haben wir das nicht bekommen? Normalerweise bekommen wir doch noch einen BMT. Okay. Naja. Wir bauen mal weiter. Gucken, wo die sind. Müssen wir hinterherfahren. Ach du Scheiße. Kommt mal zurück. Alle gehen sie drauf. Diese verdammten Cyborgs, die kotzen mich so wieder dermaßen an. Dass die alles hier kaputt machen. Zack, 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 zack. Oh, ganz böse. Ganz böse auf meine Ingis. Okay, der Trigger ist wahrscheinlich, wenn wir außerhalb unserer Basis gehen, dass die dann vorbeikommen. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Ja gut, kannst nichts machen. Ja gut, Banshees. Oh, ups.
Ein Ghost Talker wäre auch schön gewesen. Na, sammel du mal hier in der Basis. So, wir locken mal die Reaper hier raus. Müll. Auch Müll. Diese Viecher, ne? Ekelhaft. Kein Problem. Gar kein Problem. Das wäre so eine kleine Insel hier. So, Flugabwehr hier mal platt machen. Nehmen wir mal das ganze. So, kommst du mal mit. Haben wir schon mal hier vor Ruhe. Ist ein bisschen nervig, was Strom angeht, ja. Aber er kann schon immer keine Raketen mehr schicken. Aber wir übernehmen erstmal den ganzen Laden hier. Die Brücke hier oben ist kaputt. Somit kommt auch kein Feind in die Basis rein. Und wenn wir schon mal Strom hier stehen haben, einfach mal übernehmen. Und den Kontrollpunkt schon machen, damit wir das hier schon mal fertig haben. Ja, kommst du rein? Oh, wie sieht das aus? Jawohl. Das ist der erste. Geht nicht zu voreilig daran. So. Oh, paar Sammler. Huch. Ach, diese Viecher, ne? Ich hasse. Genauso nervig wie die Banshees. Na, Ionkanone können wir jetzt bauen. Jetzt erst. Vorher lohnt sich das nicht. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Na, guck mal. Noch ein Cyborg. Ist ja nett. Ja, alles gut. Da kommt schon was. So, Ionablink. Wo versteckt ihr euch? Na, da seid ihr da. Die sind auch näher von euch. Die gammeln alle hier in dieser Ecke rum, ne? Meine Güte. Okay, Dropboxes bekommen wir gar nicht. Schlecht. Kommt mal mit, wir müssen ein bisschen was aufdecken hier. Ja, das Schlimmste ist, sag ich mal, weg. Der Rest ergibt sich jetzt. Ja, die Missile hauen gleich einen rein. Wo müssen wir mit denen aufpassen? Hier ist auch ganz viel Flugabwehr noch. Inklusive diese Mistviecher, die hier rumspielen. Ah, ich wusste es. Ich hab's schon gewusst. Irgendwann muss eine Flugabwehr kommen. Na, ja, kommt die nächsten Mysteroiden an. Widerliches Gebiet hier. Mitkommen. Na, komm mal, ein Schwimmer. Kann noch eine Waffenfabrik bauen. Und die Vesteroiden, die kommen ja auch von außerhalb der Map. Also, das Gröbste kann man zerstören. Auch die ganzen Vainhole-Monster, damit man ein bisschen Platz hier hat zum Durchmarschieren. Ja, kannst du jetzt nicht heilen, ne? Das ist doof. Ach, wie schade. Tut mir ja gar nicht leid.
Ja, wir müssen aufpassen hier. Weil ich die Leute hier nicht verlieren möchte. So, die machen dann den Weg frei da unten. Die haben alles, hier haben wir alles. Was macht ihr denn da? Ach, ihr seid doof. Wieso greift das nicht nach und nach an? Jetzt habe ich unnötig viele Einheiten verloren, was ich nicht wollte. Gut, müssen wir da unnötig Geld ausgeben. Wir können mal dieses unnützige... Nee, die unnütze Einheit einmal einsetzen. Boah, 3000 kostet der, leck mich am Arsch. Ist das viel teuer. Ja, setze ich gleich ein. Ich muss da nochmal drüber fliegen. Oh. Und hier. Teuerste Einheit. Das Mammut MK2. Fleißig seid ihr. So, da stampft er vor sich hin. Komm mal hier hin. Brauchen ein paar Disruptor. Auch nur so ein paar. Greifen wir schon mal die Basis an, die ist sehr, sehr wichtig. So, Amphibien. 5 von euch. Auf 1 packen, ich muss gucken. Ja, der Reaper, der kann auch gegen Lufteinheiten was auswirken. Deswegen will ich die Superwaffen jetzt mal einsetzen. So, geht mal hier hoch. Gucken, wer von deinem Stärksten ist. Check mal die Jungkanone. Oder auch nicht. Ist das traurig. Gucken, was du aushältst. Komm so mit. So, Disruptor, wie viele haben wir noch? Achso, die sind schon durch, ich hab den grad nicht gesehen. Kommen wir mal mit. Das machen wir dann ganz schlau hier. Dann mal abwarten. So. Oh nö. So, mein Ingenieur ist tot. Oh, Geld. Man kann die Sammler übernehmen, nur ich weiß nicht, wo die überall langfahren, wann die reinkommen. So, bauen. Könnt ihr runterstehen, ist mir scheißegal. Hauptsache, wir haben die ganzen Klamotten hier oben, das ist ganz wichtig. Hey! Weißt du, dafür ist... Das kannst du schon wieder vollkommen vergessen mit denen. Aber vollkommen. So, mitstampfen. Wie man sehen kann, ist hier mehr als genug Tiberium. Also wenn wir jetzt hier nicht genug Geld bekommen, dann weiß ich es auch nicht. Banshees kommen weiterhin. Hier oben
Ja, müssen wir gucken, wie wir das in den Griff bekommen. Ja, kommt schon mal mit. Wir müssen mit euch hier vorne hinfahren. Aber die Gegend hier vorne frei machen. Ist auch sehr riskant. Hier steht auch ein Obelisk, glaube ich, rum. Ein oder zwei. Ah. Guck dir an. Guck's dir an. Weg mit dem Müll. Okay, Steuerrakete stärker. Ja, mal genug von dem bauen. Ich meine, es gibt sogar einen Hintereingang bei der Basis. Muss nur gucken, ob man das mit den Truppen erreichen kann oder... Ja, du Kollege, du bist sowieso Einzelkämpfer. Oh, hier ist was los. Hier ist was los. Ist das schön. Tja, war wohl nichts, ne? Da gehen wir noch nicht rüber. Ich muss unbedingt Türme aufstellen hier. Diese Viecher gehen mir so auf den Sack. Natürlich kann er das aushalten. Hier greifen wir auch irgendeinen an. Ja, die Mission kann jetzt ein bisschen dauern. Allein schon wegen den ganzen Viechern, die hier rumlatschen. Nein, wir brauchen keine Silos, glaub mir. Da ist auch ein bisschen Geld. Zack, zack, geht da mal überall rein. Ich weiß gar nicht, was du zu lachen hast. Ich klaue dir deine Geldader und so weiter und so fort. Rück immer näher. So, sicher ist sicher. Zack, weg damit. So, mehr Disruptor. Die sind gegen den Defender sehr wirkungsvoll. Schon mal ein Helipad bauen. Schöne Bomber. So, das war da, sag ich grad was. Ich packe ihn auf zwei. Ich hoffe, die paar reichen aus. Wo sind denn meine Jump Jet Trooper? Irgendwo ist eine Artillerie, nur ich weiß gerade nicht wo. Das ist ganz schlecht. Aber ich vermute, dass sie hier vorne irgendwo ist. Irgendwo in dem Bereich. Die muss oben stehen, dass wir die schwer erreichen können. Gucken mal, wie weit wir kommen mit den Leuten. So, Mülltonne ist weg. So, ein paar Juggernauts bauen. Ich möchte ungern mit meinen teuren Einheiten da hoch. Ja, noch mehr Bomber. Das bisschen da. So. Zack, 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 zack. Mach das mal kaputt.
lustig wird es hier vorne. Wir schicken euch nur einen vor. Das kann ich euch nur empfehlen. Schickt nur einen Titan vor. Okay. Ah, so ein paar Leute hier, ne? Mal schön, mal so einfach hier ein. Weg mit dem Scheiß. Rein da. Ja, brauchst nicht lachen, Kabal. Ich denke mal, dass wir gerade die Oberhand hier haben. Nachteil, was ich hier so finde, dass hier keine Einheiten uns so wirklich angreifen. Also sag ich mal so Massen, das fehlt mir in dieser Mission. Dass wir hier einen Massenangriff bekommen. Also haben wir so in verschiedenen Zeitabständen, dass auch mal Cyborgs kommen oder Fahrzeuge. Fahrzeuge siehst du hier gar, so wie gar nicht. Schon fast Schrott die Einheit, toll. Das ist irgendwo auch traurig, weil bei den letzten Missionen, da verlange ich schon ein bisschen mehr. Dass da auch mal großer Einheitenstrom kommt. Ich kann, sag mal, die Stärke von Kabal ist einfach die Cyborg-Armee. Nein, mein Bomber. Das brauchen wir sowieso nicht, das sind Vorposten. Also mal gucken, ob hier noch was steht. Nicht, dass es nachher heißt, oh, sie haben ein Gebäude vergessen. Wie in der Mission mit der Cyborg-Fabrik. Wo ich wie immer dieses eine Gebäude vergesse. Immer dieses eine Gebäude. So, das haben wir auch. Ach, guck mal, hier stehen sie auch schon wieder Schlange. Komm mal mit, mach mal was. Tu was für dein Geld. Silos sind knackevoll. Gucken wir mal, wer am stärksten ist. Ihr kommt mit, da ihr mit hier rumsteht, ihr kommt noch mit hier hin. Naja gut, wir sind hier in der Überzahl. Warten wir hier ab, hier ist auch noch ein bisschen was. Den Bereich nehmen wir auch noch ein. Ja, knackt schon. Da kommen sie mal mit. Hier werden Cyborgs produziert. Und die GI schießt auf. Ja, auf Menschen. Guck's dir an. Auf unschuldige Zivilisten geschossen. Kannst du nicht ausdenken. Ah, wir brauchen noch Ingenieure. Mal so ein paar. Noch ein paar Bomber. Ganz wichtig. Ach, keine Carrots, Bomber. Ja, kommt mal mit. Ja, die KI baut hier nur die ganzen Truppentransporter. Wie man sehen kann, die bauen keine Kampffahrzeuge. Wir gehen schon mal hier oben rein. Oh nein, gleich ist das kaputt. Geht mal rein. Yes, sir.
Komm, Bauch ist wichtiger. Wir müssen gucken hier. Oh, weia. Oh, weia. Okay, die Sammler eiern hier auch noch rum. Gehen wir da rein. So, das ist so eine Mini... Was heißt Mini-Basis? Das ist eine mit seiner... Mit einer der größten Basen, die er so hat. Und eine zweite große Basis. Das ist die hier. Jetzt werden wir da mal auch mal einmarschieren, weil die haben so gut wie im Sack die Basis. Ich muss wissen, wo der Sammler hinfährt. Welche Raffinerie nimmst du ein? Ich hoffe, er schafft es noch. Ich glaube nicht. Nein! Er wurde kaputt gefahren. Ach, da oben steht er. So, was haben wir? Können wir hier noch eine Waffenfabrik hinstellen? Plus Defensivsysteme. Wer weiß, wie amüsant die ganzen Lebensformen wieder rumlaufen. Tschüss, Mauer. Mitkommen. Hier müsste noch Nobelist stehen. Bauf müsste ja auch irgendwo sein. Ey. Tschüss. Ey. Erst hinlegen, dann wieder aufstehen. Was ist mit dir los? Eigentlich bräuchte ich eine Sensoreneinheit, die getarnte Einheiten aufdecken kann. Wir gucken das mal so an. Da war was. Das richtige Gebäude. Ach, guck mal, perfekt. Da ist der Tarngenerator. Perfekt. Ach, guck's dir an. Boah, die sind so ekelhaft, die Disruptor. Scheißegal. Das passt schon irgendwie. Das sind nämlich die Brücke, die zerstört ist. Können wir theoretisch hier reparieren? Von der anderen Seite. Aber ich habe keine Lust drauf. Mach erstmal die Basis hier platt. So, jetzt größere. Guck's dir an. Guck's dir an. Das Rappern ist immer wieder geil. Zack, beides weg. In die letzte Ecke rein. Ah, bevor wir wegfahren. Gut. Müssen wir bauen. So, kommt mal mit. Müssen wir so langsam in die Richtung hin. Ja. Das machen wir, ne? Komm, den Spaß, den machen wir noch. Lass den Zaun einfach in Ruhe. Dann nochmal mal rein. Tschüss. Noch ein bisschen Ruhe. Brauchen noch Ingenieure. Zwei von euch. Den Rest noch eine Plattitürme. Also diese Wachtürme können wir nicht übernehmen. Jetzt kommen wir mal so Richtung Kern.
Der Kern ist auch sehr gut bewacht, hat einer mit die schönsten Gebäude hier im Spiel. Den Kabal-Obelisken und den Obelisk of Darkness. Wunderschöne Gebäude. Zack, zack. Haben wir. Noch mehr von euch bauen. Müssen die Kohle eh loswerden. Es nützt ja nichts, hier was zu behalten. Muss nur gucken. Ja, das Vieh geht mir sowieso auf den Sack hier. Das ist einer mit der größten Vainhole-Monster hier im Spiel, was sich so ausbreitet. Bisher noch kein größeres gesehen. Außer man übertreibt und man lässt das Spiel ganz lange laufen. Aber es geht darum, um die normale Spielzeit in einer Mission. Noch mehr. Ah, Qualifender wird noch lustig werden. Kommt jetzt hier hin? Ja, schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ab zum Kern. Ich höre den nämlich schon. Okay, hier ist die Pole. Hier stelle ich mal, habe ich mal ganz gerne die Artilleriefahrzeuge hingestellt. Gucken, wie viele haben wir überhaupt noch? Wenn, nehmen wir alle mit. So, die befürchten, dass sie da durchlaufen. Mitkommen, mitkommen. Boah, hier ist zu viel Disruptor, ne? Die drei oder vier, die werden es auch nicht mal richten. So, jetzt kommt nämlich zu meinem Lieblingspunkt hier. Der Kern. Wunderschönes Gebäude. Wunderschön. Da ist der Core Defender. Muss was testen. Kann man es kaputt machen? Aha. Das ist ein bisschen unrealistisch. Also eine Feuersturmwand kann nicht... Warte mal, ganz neu. Also eine Feuersturmwand wäre nicht in der Lage, einen Ionenkanonenschlag auszuhalten. Das ist nicht möglich. Das geht nicht. Das haben sie wahrscheinlich jetzt einmal so ausgestellt. Und die stärksten Waffen, die da durchkommen können, ist nun mal von Kabal, der Kabal-Obelisk. Der kann da durchschießen. Genauso wie der Obelisk of Darkness. Der kann auch durchschießen. Plus der Core Defender, es hat so eine übertrieben starke Waffe, der kann da auch durchschießen. So, wir müssen rein logisch vorgehen. Könnte keine Einheit von NOT, keine Einheit von der GDI jemals hier durchschießen, das ist nicht möglich. Aber sagen wir, in der Mission können die Disruptor durch die Feuersturmwand schießen und in der NOT-Mission können die Flammenpanzer durch die Feuersturmwand schießen. Das ist ein kleiner Bug. Ist leider so. So, ich schicke ihn mal hier hoch. Weil der Core Defender soll auch schön hier oben lang laufen. Das ist nämlich mein Plan. Dass er hier durchkommt. Deswegen brauchen wir auch ganz viele Bomber. Wir brauchen unsere Superwaffen. Wir brauchen unsere Disruptor. Wir brauchen einfach alles. Und die paar Cyborgs, die sind einfach nur zum Spaß da. Und dann müsste ich da nochmal einen Ingenieur hinsetzen, damit es hier gleich auch losgehen kann. Richtig schön Party machen. Damit der Vogel da auch durchkommen kann. Oh, ich setze schon mal auf 1. Oh, du machst mir Kopfschmerzen, ne? Dann gehen wir hier vorne hin. Der Core Defender hat immer den Vorteil, mit einem Schuss macht er hier alle Einheiten platt, ist egal was vor ihnen steht. Das juckt den kein bisschen. Bei Gebäuden glaube ich nur 2 Schuss. Selbst bei Bauhof. Das ist schon Hardcore.
Ist auch einmal in der CMC-Geschichte, dass es einen Endgegner gibt. Hat es so noch nie gegeben. Ich bin jedes Mal drauf, auf diese Mission so fasziniert. Jedes Mal fasziniert mich ziemlich aufs Neue. Immer. Schon 10.000 Mal gespielt, aber es macht immer wieder Bock. So, wir gucken noch ein bisschen. Was ist mit euch los? Habt ihr irgendwie Langeweile? Für irgendwas konnte der sich jetzt heilen. Was auch immer das war. Boah, es gibt echt Mord und Totschlag hier. Muss mir eine Bombe noch hier ranholen. Alles so nah ran wie möglich. So, alles bereit, alles bereit. Alles schön. Schön dicht haben hier. Kurze Arbeitswege müssen wir hier haben. Ich packe mal auf 1. Ich würde mal sagen, wir starten mal. Gucken, ob wir es hier schaffen. Da ist er. Oh, der wird so zerfetzt. Oh, ist da nur noch Müll? Aber ja, einfach. Was rotten wir alles hier aus? Ah, komm mal hoch, wir machen den Kern gleich kaputt. Und los. Operation Lazarus will want you back, Commander. Good luck. Dr. Boudreau on secure Stand by, Channel Commander. 4. Gabriella. General Cortez, we've recovered the segments of the Tacitus, or what used to be segments. The two segments have somehow merged. Keep in mind, we're dealing with complete unknowns regarding the Tacitus. I don't know... My God! Doctor, what's happened? We found the Rosetta Stone! Data, Paul! Millions of teraquads of data! Readable data! I think we've got an answer. It was like an incomplete lens. The data wouldn't focus without the second piece. We're seeing formulas, engineering data, genetic codes. Material I can't even begin to recognize. It'll take some time, but at least now we have all the pieces. We can reconstruct the puzzle from this. Dr. Boudreau, we made a very good team on this one. Too bad we couldn't say the same for our marriage. I've got work to do, Paul. Boudreau out. General Cortez, initial contact with Philadelphia EVA unit is re-established. Attempting prompt reinstatement of voice and video contact. Put them on, Eva. I think we finally got some news they're really gonna want to hear.